Girls from Mitty Titanius. Hat jemand von euch Bock, mit mir kreativ zu spielen? Nee. Bade. Ich kann auch einfach meinen Arsch mit Wasser einfrieren und dann sagen, mein Arsch hat Wasserelement, der ist jetzt 600 Euro mehr wert. Ich freue mich so übelst. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Fortnite Folge 357. Jetzt ist hier ein Dödel in der Gruppe, als ob er einfach schnell in den Voice Chat reinjoint. Stop, Moinsen. Ich muss mich konzentrieren, Junge. Wie kannst du überhaupt in meinem Voice Chat sein? Ja, wegen dir habe ich verloren. Labert der mir in die Runde rein. Ich glaube, es hackt bei ihm. Ich glaube, er wird gebannt. Ja, Leute, und hat's bei euch nice reingekickt? Seid ihr insgesamt gut reingestartet bei mir? Boah, lol. Alter, bin ich der Diebste? Der Diebste? Alter, warte mal, bin ich gerade der Pro in dieser Runde? Bin ich es? Bin ich der Allerechte? Sag ich, wie es ist, Leute. Ja. Nehm ich. Irgendwo ganz nah östlich hier. Ganz nah östlich. Nee. Oh, war nicht meine Schuld? Man kann nicht immer Erster werden, Leute. Alter, gehen da viele hin. Yo, ist ja übelst. Okay, das gelbe Haus hier ist mein. Gegenüber auf dem blauen ist Ena. Hier ist auch gerade Ena reingejaxt schon. Unten, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ich bin bereit, wegzuballern. Habt ihr gesehen? Ich habe jetzt ein paar Runden gemacht und ich habe tatsächlich einfach Performance-Probleme. Ihr seht das. Es ist halt einfach dumm. Fortnite vorm Update 60 FPS. Von nach dem Update 3. Oh, im Haus neben mir. Oh, im Haus neben mir. Jetzt aber! Jungs! Keine Zeit zum Looten, ey. Bitte nicht jetzt an der Zone down. Ich bin gerade einfach die Bestie in Fortnite. Die Bestie aus Fortnite, der echte, man kennt ihn. Pumpgun und graue SMG, Alter, ich schwör. Und ihr nutzt alles. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, Shark, du Bert, wo hast du gelernt, so gut zu spielen? Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, meine Freunde, schauen sie her. Ich nutze jetzt mal die Zeit, wo ich hier gerade eh nur durch ein Dödel-Dings hier latsch. Denn der Shark, du Bert, hat ein neues Headset sich angeschafft. Beziehungsweise eigentlich nur Kopfhörer. Denn meine alten waren schon lange auf einer Seite kaputt. Sodass ich quasi gezwungen war, wie neue zu holen. Und wenn jetzt hier keine Bandagen sind, dann ist die ganze schöne Runde einfach weg, weil Sharks der Echte nicht geguckt hat, wo die verdreckste Zone ist. Ne, leckt mich am Arsch. Oh ne, leckt mich in den Tasch. Achter. Leute, und ohne Scheiß, ich sage euch, es leckt beim auf den Meter dödeln. Echt, ohne Scheiß, ich habe Zuckungen am Laufband. Gebt mir mal bitte durch, ob das bei euch auch ist oder ob ich mal wieder der Einzige bin, der jetzt hier irgendeine Störung hat. Aber ich muss auch sagen, von oben sieht das Grafik-Update halt so richtig unpassend aus. So richtig wie, guck mal, es sieht einfach nur aus wie hingewickelt. Entschuldigt den Vergleich hier, weil es sieht halt nur mal, also, da brauchst du nichts schönreden. No joke, die alte Bemalung von der Map sah deutlich besser aus von oben. Die neue mag sich, oh, ich bin lost, ja, guck an. Der hat schon da erste Knüfte und alles. Und hier die auch. Ich glaube, ich land hier mal eine Runde. Juhuhu. Hier sind wir alle mit befreundet. Wow. Vielleicht, Leute. Die Hoffnung. Dreckshoffnung. Hä? Was ist denn mit seinem Bein? Was ist denn mit dem Bein? Okay, jetzt mache ich sie fertig. Ich verspreche es nicht, okay? Was übrigens daran liegt, dass ihr auch immer so einen hohen Druck auf mich ausübt. Ich kann gar nicht richtig zocken, wenn mir mal einer zuguckt, ey. Was passiert? Alter, ich red grad einfach nicht, ne? Tut mir leid, ich red grad einfach nicht. Man nennt den YouTuber den Unechten auch. Sorry. Dieses andere Sorry, Jungs. Dieses andere Sorry, Mann. Ey, für euch sind das wieder 3 Minuten Gameplay. Und für mich eine Stunde quälen. Es tut mir auch so leid, dass ihr euch einfach nur anguckt, wie ich down gehe. Echt? Ich sag's, wie es ist. Und ich weiß ja auch selber, wie es ist. Ich will auch gar nicht drum rumreden. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, es ist doch irgendwie... Irgendwas ist da verdrickst und zugewichst. Und Alter, hier kommt der ganze Schwarm. Die gesamte Mannschaft. Bedeutet, das ist der perfekte Platz. Ach, Jungs, da habe ich schon wieder Bock. Und ich habe gerade einen schon eine Waffe aufsammeln gehört. Da ist er, ich höre ihn. Ey, also ich bin einfach nur verzweifelt, Jungs. Es tut mir leid. Keine Ahnung, warum die anderen auf einmal so gut geworden sind. Es liegt nicht an mir, sag ich. In dem Sinne, Jungs, ich wünsche euch was. Das Gelbe vom Ei, sage ich mal, war es jetzt nicht. Zum Ende fragen wir noch einmal die Jungs, was ihr davon halten. Und wie fandet ihr die letzten Runden? Ehrenhaft. Haut rein, macht's gut. Ich hab euch lieb und ciao.